Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ihr habt einen Minecraft-Server oder eine Minecraft-Map und wollt Minecarts benutzen, um einen Spieler von A nach B zu bringen. Brillant, sehr cool. Eine einfache Möglichkeit, um den Spieler irgendwie von A nach B zu bringen. Ja, cool, Minecarts haben nur ein Problem. Und zwar, vielleicht habt ihr schon gemerkt, man kann ja dieses wunderbare System machen mit einer Station. Da ist eine ausgeschaltete Powered Rail, die kann angeschaltet werden. Davor ist eine normale Station. Dann haben wir irgendwie eine Powered Rail, die das Minecart irgendwo hinboostet. Ist toll, das Minecart kann von A nach B fahren. Was ist, wenn jetzt ein Spieler hier steht, das Minecart losschickt und ihr steht an der Station und wartet auf ein Minecart, das nie kommen wird. Okay, was wir brauchen, ist eine Station, die per Spender ein Minecart hinsetzt. Davon gibt es 10 Trilliarden Tutorials auf YouTube gefühlt. Es gibt ganz, ganz viele YouTuber, die euch wirklich toll zeigen, wie man sowas baut mit einem Spender. Und da ist ein Kaktus und da wird es aufgesammelt. Wirklich super. Ich sag dazu doof, weil, schaut euch das mal an. Angenommen, ihr habt jetzt einen Spender, in dem sind 5 Minecarts drin. Oder wir tun mal so, dass da 3 Minecarts drin sind. So, da sind 3 Minecarts in eurem Spender und ihr fahrt jetzt los. Wupp. Fahrt mit eurem Zug zu dieser Station und ihr fahrt nochmal, keine Ahnung, ihr seid jetzt bei einer anderen Station, ihr sterbt bei der Station, respawnt bei der anderen Station und fahrt wieder mit eurem Minecart los. So, fahrt rüber zur anderen Station und nochmal jemand anderes fährt rüber, ihr seid auf dem Server. Irgendwann sind in dem Spender keine Züge mehr. Das heißt, man braucht ein Minecart-System, wo sich die Züge irgendwie wie eine Waage ausbalancieren. Gut, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es wirklich tolle Zugsysteme. Eines meiner Lieblingszugsysteme ist etwas, wofür ihr gar kein Tutorial benötigt, weil es so goddammit simpel ist. Ihr habt 2 Schienen. Die eine Schiene fährt geradeaus in einen Bahnhof ein. Und hier ist genau das Gleiche. Ihr seht, wir haben hier eine goldene Schiene, die angeschaltet werden kann. Aber diese goldene Schiene wird gleichzeitig auch noch angeschaltet von der Schiene, die in den Bahnhof einfährt. Die Schiene, die aus dem Bahnhof ausfährt, ist allerdings eine andere. Und das bedeutet, immer wenn ein Zug in diesen Bahnhof da vorne einfährt, seht ihr, fährt der Zug, der drin ist, raus und der neue Zug fährt rein. Das heißt, dieses System ist wie eine Waage, die sich auspendelt, sodass quasi an jeder Station ein Zug steht. Tolles System, kann man auch unterirdisch lösen. Ihr seht, hier ist die Redstone-Leitung einfach unterirdisch angeschlossen. Super einfach. Wir haben hier den Knopf, der sorgt dafür, dass hier das Ganze angeht, weil er hier eine Fackel im Boden ausmacht. Der Strom geht weiter zu einer Fackel, ganz schwer zu erkennen hier vielleicht. So, da seht ihr die Fackel, die wird dann angemacht, dadurch geht die Schiene los. Schönes System, 2 Nachteile. Erstens, ihr müsst doppelt so lange warten, wie die Strecke ist, bis der Zug ankommt. Und eines der größten Probleme ist, wenn der Zug die Sichtweite verlässt, das heißt in einen Bereich fährt, der nicht mehr geladen ist, weil einige Spieler vielleicht zum Beispiel auf Sichtweite 5 spielen. Und schon gibt es ganze Probleme. Sobald ein Zug in einen Bereich fährt, der nicht mehr zu sehen ist, bleibt der Zug in Minecraft stehen. Also für lange Strecken ist dieses System nicht geeignet. Tolles System für kurze Strecken. Ich habe auch nochmal einen Bahnhof für ultra faule Minecrafter vorgestellt. Ich mach mal. Und jetzt könnt ihr da links oben in der, rechts oben in der Ecke auf das I drücken. Dann habt ihr ein Tutorial zu diesem System. Tolles System, schaut euch das an. Hier ist es einfach so, ihr setzt euch in das Minecart rein und ihr werdet transportiert. Es gibt nur eine einzige Schiene. Für ganz kurze Zugstrecken ist das genau das richtige System. Nachteil, es können keine 2 Spiele gleichzeitig nutzen. So, ich habe euch gesagt im Videotitel, dass ich heute euch das beste, möglichste Minecart-System zeigen kann, was es nur gibt. Es ist einfach zu bauen. Es erfordert nicht viele Ressourcen und es löst alle Probleme. Das ist es. Ein System, wo wir 2 Schienen haben. Hier habe ich jetzt Linksverkehr. Ich zeige euch gleich, wie man das System baut mit Rechtsverkehr. Wir setzen uns in diesen Zug rein und fahren. Und wir fahren jetzt immer weiter. Und jetzt seht ihr, dass wir immer wieder hier so kleine Buchten haben, wo Minecarts stehen. Jetzt fragt ihr euch, was soll das? Das hat natürlich einen Grund. Diese Buchten sorgen dafür, dass alle Probleme gelöst werden. Ihr seht, dass das Minecart uns hier rauswirft und fährt jetzt in eine Bucht rein. Ich habe ja gesagt, dass Minecart, sobald sie in einem Bereich fahren, der nicht mehr zu sehen ist, also nicht mehr geladen ist, stehen bleiben. Hier ist es eine andere Sache. Während ihr mit dem Minecart mitfährt, ist ja immer der Bereich um das Minecart geladen. Ihr seht, die Minecarts tauschen sich von Bucht zu Bucht aus. Das heißt, dieses Minecart kommt jetzt hier in der Bucht an, fährt zur Bucht da vorne, während das nächste Minecart weiterfährt. Hier in diese Bucht, da tauschen sich die Minecarts aus. Und es ist quasi so eine Art Tauschkette. Das heißt, die Minecarts stehen hier, tauschen sich gegenseitig aus, tauschen sich gegenseitig aus, tauschen sich gegenseitig aus. Es tauschen sich die ganze Zeit Minecarts aus gegenseitig. Und weil sie das tun, könnt ihr somit große Strecken bauen und das ist quasi eine Art Waage, 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 Waage. Das sind mehrere Wagen nebeneinander, müsst ihr euch vorstellen. Wenn die eine sich ungleich ausgleicht, dann gleicht sich die nächste ungleich aus, dann die nächste und die nächste und die nächste. Das ist wie eine Welle, die das durchgeht und somit steht an jeder Station immer ein Zug.
Noch eine tolle Sache ist, ihr müsst nicht lange auf den nächsten Zug warten. Wenn ein Zug losgefahren ist, müsst ihr wirklich kurz auf den nächsten Zug warten. Ihr müsst dem Zug ein paar Sekunden eben geben, damit der nächste Zug in die Station einfahren kann. Und dann könnt ihr auch schon losfahren. Das war jetzt ein Tacken zu schnell. Ihr seht, wenn ich jetzt zu schnell losfahre, sagt das System, nö, mit mir nicht. Aber theoretisch kann man auch das Problem lösen. Wie gesagt, jetzt gleich gibt es von mir die Tutorial-Bauanleitung, wie man das System baut. Ich habe es euch jetzt erstmal vorgestellt. Ihr seht, das ist die Lösung aller Probleme. Und ja, besonders ist dabei dieses System hier, dieser Wechsel-Dich-Automat. Und der ist Kern dieser ganzen Angelegenheit. So, auf geht's in das Tutorial. Wie wird diese Zuganlage gebaut? Ihr braucht als erstes eine Station. Das ist immer ein Kopfbahnhof. Die einfachste Version der Station ist, wir machen jetzt Rechtsverkehr hier. So, wir sind ja in Deutschland, nicht hier in United Kingdom. Also, wir machen Folgendes. Wir bauen als erstes die Station. Die Station ist super einfach. Sie besteht bei der Abfahrtseite aus einer goldenen Schiene, also einer Powered-Schiene und einer normalen Schiene. Ein Knopf hier oben drauf. Und auf der Ankunftsseite besteht sie aus einer goldenen Schiene und einer Aktivierungsschiene, die ihr bitte unterirdisch mit zwei Redstone-Fackeln anschließt. Anschließend beginnt eure Strecke. Die Strecke würde ich empfehlen, komplett aus Powered Rails zu bauen. Ihr könnt aber natürlich da auch sparen. Die Strecke sollte, und das ist jetzt die wichtige Sache, immer eine spezielle Länge haben. Ich empfehle, dass die Länge der Strecke 20 Blöcke ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und wichtig ist, dass bei eurer Station ihr 5 Blöcke immer dazu hängt. Das heißt, immer wenn ihr eine Station habt, hängt ihr 5 Blöcke weiter an die Strecke. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 Blöcke werden wie gesagt drangehangen, wenn ihr eine Station habt. So, ist gleich auf der anderen Seite auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Gut, 25 ist eure Schiene jetzt lang. Vergesst nicht, dass eure Schiene irgendwie bebaut werden muss und möchte. Und dann kommt eben halt eine von diesen, ja, von diesen Ausbuchtungen, wo die Züge ausgetauscht werden. Die baut ihr wie folgt. Ihr zählt 4 Blöcke ab. 1, 2, 3, 4. Auf den 5. Block setzt ihr eine Aktivierungsschiene. Einmal diese Detector Rail heißt sie genau. 1, 2, 3, 4. Das Ganze ist absolut symmetrisch. Deshalb könnt ihr es auf der anderen Seite auch machen. Gut, dann schaut ihr in Fahrtrichtung. Immer in Fahrtrichtung baut ihr einmal so ein Kuhschwänzchen ein in die Strecke und verbindet erstmal dann den weiteren Teil. Hier auch wieder in Fahrtrichtung bauen wir so ein kleines Kuhschwänzchen ein und verbinden den Teil mit dem nächsten Teil der Strecke. Gut, als nächstes, wenn jetzt das die Fahrtrichtung ist, setzen wir hier 2 Blöcke hin und hier 2 Blöcke hin. Das heißt, immer in Fahrtrichtung guckend von dieser Aktivierungsschiene, die wir haben, rechts in die Richtung 2 Blöcke. Als nächstes setzen wir hier eine goldene Schiene hin und hier eine goldene Schiene hin. Dann sieht das Ganze so aus. Wir setzen in diese Ausbuchtung auch nochmal 2 goldene Schienen. Ich sage immer goldene Schienen, ich meine damit Powered Schienen. Ich glaube, ihr habt das verstanden, ihr seid intelligent genug dafür. So, hin und dann ist damit auch alles eigentlich schon fertig. Jetzt machen wir hier nochmal Schienen hin, so und so. Jetzt müssen wir noch hier eine Verbindung schaffen. Dazu machen wir immer Folgendes. Wir machen diese Schiene kurz kaputt, setzen die neu und setzen diese Schiene wieder hin. Genau das gleiche machen wir auch hier. Die innere kaputt, so und hinsetzen. Und schon haben wir dieses Ding gebaut. Als letztes brauchen wir noch einmal ein Fansgate. Das setzen wir so, bitte nicht so, sondern so herum hier ein und so herum hier ein. Das wird genau dort, wo der Knopf ist, eingesetzt. Und damit ist schon diese Ausbuchtung fertig. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist einen Zug hierhin und dahin zu stellen. Und fertig ist eure Ausbuchtung. Ging das euch zu schnell? Machen wir es nochmal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 können wir reden. Es kann auch sein, dass ihr eine Kurve baut. Wenn ihr eine Kurve baut, no problem. Dann merkt euch einfach, wie viele ihr vorne gegangen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je häufiger ihr so eine Station baut, theoretisch könnt ihr diese Station auch weiter auseinanderbauen. Wichtig ist Folgendes, je weiter ihr die Station auseinanderbaut, desto weiter muss eure Sichtweite sein. Und zwar muss eure Sichtweite immer doppelt so groß sein wie diese Strecke. Das heißt, wenn diese Strecke hier 32 Blöcke lang ist, wäre das eine Sichtweite von 2 Chunks. Das heißt, ihr braucht eine Mindestsichtweite von 4 Chunks. Und weil sich das Minecart bewegt, müssen wir dieses Bewegmomentum einrechnen, das heißt 5 Chunks. Das heißt, wenn ihr 32 Blöcke Unterschied nehmt, müsst ihr mindestens 5 Chunks in Sichtweite haben. Und wenn nur ein einziger Spieler nicht diese Sichtweite hat, geht das System kaputt. Deshalb, Leute,
empfehle ich euch, nehmt die 20 Blöcke. Das ist so eine gute Möglichkeit. Ihr müsst das System zwar häufig bauen, aber dadurch ist es auch zuverlässig. Je häufiger ihr das hier baut, desto zuverlässiger ist euer System. So, und das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Klar, mathematisch gesehen, Pythagoras sei Dank, ist natürlich jetzt diese Strecke etwas länger, ist aber nicht schlimm. Es zählt ja immer die kürzeste Distanz zwischen diesen beiden Teilen. Gut, und jetzt wollen wir hier nochmal ganz schnell das System bauen. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eure Strecke geht weiter. Geht auch die Strecke weiter. So, in der Mitte sind die zwei Dinger. Dann gucken wir in Fahrtrichtung. Als erstes Kuhschwänzchen bauen, Strecke durchziehen. In Fahrtrichtung Kuhschwänzchen bauen, Strecke durchziehen. Als nächstes setzen wir in Fahrtrichtung da und da eine Aktivierungsschiene, hauen die beiden Blöcke, wo gerade hier was gesetzt ist, weg, also dass es immer so aussieht, setzen hier einmal, ich sage Aktivierungsschiene, Powerschiene, habe ich es heute einmal richtig im Video gesagt, Powerschiene rein, ihr seht ja, was ich hier mache. Und zu guter Letzt, tap, 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 zieht erst die Schiene durch, also macht das nicht irgendwie so nach, ach ja, ich kriege das schon irgendwie hin, nö, Leute, macht das so, wie ich es euch gezeigt habe, zieht erst die Schiene durch, haut den weg, baut den neu, haut den wieder hin. Das ist die leichteste Möglichkeit, wie ihr das Problem hier löst. So, auch hier, zack, 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 fertig, angeschlossen. Was brauchen wir noch? Zauntore brauchen wir noch. Wir nehmen uns nochmal Zauntore, setzen einmal ein Zauntor hier hin, einmal ein Zauntor dorthin, nehmen uns Minecraft, setzen einmal Minecraft hier hin, setzen Minecraft dahin, wunderbar. Und ein letztes Mal, damit wir es wirklich uns merken, 1, 2, 3, 4, diesmal brauche ich es richtig schnell, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tschub. Also diesmal versuchen wir mal auf Rekordzeit zu gehen. Übt das Ding ein paar Mal, Leute. Wenn ihr das bauen könnt wie ein Meister, dann wird es euch eine Menge Probleme lösen. Also Achtung, fertig. Dann kommt der Meister. Und los. 1, 2, 3, 4. Bumm, bumm. 1, 2, 3, 4. Tam, tam, tam. Tam, 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 tam. Dann ein Kuhschwänzchen in die Richtung gebaut. Wunderbar. Wir können auch schon mal die beiden ausgraben. Dann einmal Kuhschwänzchen dahin gebaut. Hier schon mal die zwei weggraben. Das kommt dahin. Es geht dann ganz hier entlang weiter. Hier kommt zweimal die rein, da kommt zweimal die rein. Als nächstes bauen wir eine Schiene komplett durchgehend hier. Als nächstes bauen wir eine Schiene komplett durchgehend hier. Hauen einmal den Block weg, den Block neu, den Block hin. Den Block weg, den Block neu, den Block hin. Setzen einmal eine da und einmal ein Minecraft da, einmal Minecraft da. Ihr seht, das System ist wirklich nicht schwer zu bauen. Vor allen Dingen auch wirklich, wirklich ressourcenarm. Ich habe da lange drüber nachgedacht, wie wir ein System bauen, was halt möglichst Survival-freundlich ist. So, nachdem wir das gemacht haben, führen wir das, wie gesagt, immer weiter. Und nun kommen wir zur Station. Das heißt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bei einer Station verlängern wir das Ganze ja ein bisschen, wie ich euch bereits gesagt habe. Hat was damit zu tun, dass es keine Crashes innerhalb der Schienen gibt. So, wieder Strom draufsetzen, Station bauen. Bauen wir hier mal eine andere Station. Hier können wir auch einfach Folgendes mal machen. Hier können wir einmal hier eine Art kleinen Loop bauen. So, das ist unser Loop. Wir bauen in den Loop noch rein das hier, das hier, das hier. Wir powern das Ganze mit einem Block in der Mitte. So, wunderbar, haben einen kleinen Loop gebaut. Und unsere Abfahrt kann dann einfach mal hier sein. So, zack, machen wir es so und so und so. Und dann baue ich hier eine Wand hin. Die Wand sorgt immer dafür, dass man das Ganze nochmal irgendwie schön timen kann. Machen wir jetzt mal einfach eine wirklich echte Station hier draus. So, zack, da ist unsere Station erbaut. Und hier haben wir eine richtig schöne Abfahrtsstation. So, kann man noch vielleicht hier ein Knöpfchen hinmachen. Zack, wunderbar. Und unsere Station ist fertig. Also auch immer hier Züge hin. Bei unserer anderen Station sind da auch schon Züge. Nö, das sind noch keine Züge. So, jetzt sind da Züge. Und wir schauen uns das System mal an. Das ist Minecraft fährt. Ja, Minecrafts werden ausgetauscht. Minecrafts werden ausgetauscht. Und Minecrafts werden ausgetauscht. Und man kommt hier an. So, und ich kann hier fahren, beziehungsweise wenn ich den Zug verpasst habe, ist das nicht schlimm. Ich warte einfach einen Moment, bis der nächste Zug kommt. Man muss nicht lange warten. Schupp, und ich kann mich in den nächsten Zug reinsetzen, losfahren. Vielleicht eine Sekunde warten, aber ihr seht, der Zug ist hier schon wieder in der Station eingefahren. Alles wunderbar. Sehr gut. Seht, das System funktioniert wie eine 1. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. Ne? Ihr seht, dadurch, dass wir hier 25 Blöcke länger haben, können wir eigentlich theoretisch sofort abfahren, sobald der andere Zug angekommen ist. Wir haben ja das Ganze ein bisschen ausgerechnet, ausgemalt. Das heißt, ne, der Zug kommt hier an, ich kann mich reinsetzen und los geht's.
Ich muss nicht lange warten, bis der nächste zukommt und das System ist einfach nur optimal für unseren Anwendungsfall. Vielleicht noch eine schöne Sache für euch, die ihr noch in der Station gut gebrauchen könnt. Wenn ihr vielleicht dem Spieler sagen wollt, wie lange es dauert, bis der zukommt, könnt ihr noch Folgendes machen. Ein kleiner Redstone-Pro-Tipp von mir. Ihr könnt hier eine Lampenreihe in die Station integrieren. Ja, und was ihr macht, ist Folgendes. Ihr geht dann hier an den Rand der Rampenreihe, geht nach oben. Wichtig, ihr geht nach oben. Ihr baut hier oben drüber eine Redstone-Leitung über die Lampen. So, und dann baut ich hier vorne Folgendes dran. Und zwar einmal einen Komparator, einen Block. Und anschließend macht ihr nochmal hier einen Komparator rein, hier einen Komparator rein, hier einen Redstone, hier zweimal Redstone. Und das Ganze verbindet ihr jetzt mit dem Knopf. Das heißt, vom Knopf leitet ihr ein Stromsignal bis zu einem Verstärker, der hier oben reingeht. Ein bisschen Redstone hier navigieren. So, zack, 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 zack. Und immer wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, leuchten die Lampen auf und gehen jetzt langsam aus, wie ihr seht. Die sind jetzt sehr schnell ausgegangen, die Lampen. Ihr seht, das war noch nicht so gut vom Timing her. Das heißt, wir erweitern diese Schaltung hier oben nochmal um einen Komparator. Ihr könnt quasi immer zwei Komparator weiter hinzufügen, bis es vom Timing passt. Dadurch macht ihr die Schaltung immer etwas länger. Jetzt sollte es, glaube ich, passen. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, sehen die Lampen leuchten. Das bedeutet, der Zug ist gerade abgefahren. Und die gehen jetzt nacheinander aus. Und sobald sie aus sind, müsste schon der nächste Zug einfahren. Ihr seht, es passt immer noch nicht ganz. Ich würde sagen, lass uns noch einen weiteren Komparator hinzufügen. Wenn ihr nur einen weiteren Komparator hinzufügen möchtet, macht das erstmal mit zwei. Also fügt erstmal zwei ein. Und geht dann in die Mitte und nehmt euch in der Mitte einen raus. Jetzt haben wir quasi einen Komparator weiter eingefügt. Wichtig ist, dass ihr es beachtet, dass hier der Komparator da reingeht. Baut es ansonsten wirklich. Schaut es euch gut an. Baut es nochmal nach. Mein Gott, wir können es manchmal auch noch länger lassen. So, ich guck mal, das kann man ein bisschen rumprobieren. Ist halt ein schönes Detail. Man hat jetzt hier so eine Lampenreihe und die Lampenreihe zeigt einem an, wie lange man noch warten muss. So, da ist der Zug. Ich kann wieder losfahren. Die Lampenreihe kann maximal 15 Blöcke lang sein. Aber ich meine, sowas sind schöne Details, Leute. Gebt dem Spieler die Möglichkeit, falls ihr es bauen möchtet, dass er weiß, wie lange er noch warten muss, bis sein Zug da ist. Das macht das Warten angenehmer. Ich habe schon mal eine Ampel gesehen im echten Leben, die hatte auch einen Timer. Und das ist echt gut, wenn man dann sieht wirklich, wie lange es noch dauert, bis die Ampel schaltet. Das ist genau das Richtige. Ihr seht, das System, während wir hier arbeiten und spielen, läuft und funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch damit was Cooles zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das System benutzen und freue mich, dieses System auf einigen Servern wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.